Ich stehe hier bei Vaku Robotics mit Viktor, einem der Gründer und Geschäftsführer. Und Viktor, vielleicht kannst du uns kurz in ein paar Sätzen mal erzählen, was ihr genau macht. Ja, super gerne. Also wir von Vaku Robotics helfen Unternehmen, erstmal in den Markt reinzukommen. Ja. Wir haben eine Plattform, Lots of Bots, wo wir über 300 unterschiedliche Roboter drauf haben, mobile Roboter, um überhaupt erstmal den Überblick zu schaffen, was gibt es überhaupt an Lösungen. Ja? Und dann begleiten wir den Kunden bei der Entwicklung von Lösungen, von Projekten und bis hin halt zur Implementierung, wo es denn um das Thema geht, wie steuere ich, wie bediene ich eigentlich Roboter, gegebenenfalls auch Roboter unterschiedlicher Hersteller. Und dafür haben wir noch eine Software, die heißt Vaku Sense, die ganz einfach zu benutzen ist und die man im Prinzip über die Flottmanager drüberlegt und dann halt die gesamte Flotte managen kann. Ja, super spannend. Also ich kriege auch mit vom Markt, dass es einen Trend gibt hin zu immer größeren Anlagen und Facilities, wo man tatsächlich dann auch, was weiß ich, Fahrzeuge von 5 verschiedenen Herstellern hat, die irgendwie jetzt miteinander koordiniert auch funktionieren müssen. Ja. Und dafür habe ich verstanden, schafft ihr eine Lösung nochmal mit einer Softwareplattform, damit ihr dann Aufträge verteilen könnt auf die verschiedenen Systeme, oder geht es in diese Richtung? Also, wir haben einfach aus unserer Erfahrung gemerkt, dass es oftmals, selbst bei den ersten Installationen, daran scheitert, wie arbeiten eigentlich die Menschen mit den Robotern zusammen. Ja? Die Personen, die da sind, die haben jetzt nicht zwangsläufig Zeit, die haben nicht die Geduld, sich damit großartig auseinanderzusetzen, sondern da muss es schnell gehen, es muss einfach verständlich sein. Ja. Und wenn dort ein Roboter nicht funktioniert, irgendwo stehen bleibt, dann kommt schnell Frustration aus. Und deswegen haben wir eine ganz einfache Benutzeroberfläche, die einem anzeigt, wo ist mein Roboter, wie ist der Zustand und wenn es einen Fehler gibt, werde ich informiert. Das heißt, das ist schon sinnvoll beim ersten Roboter, aber es ist sozusagen unabhängig von dem Roboterhersteller. Also heißt, ich habe einen Reinigungsroboter, einen Transportroboter, einen Pickroboter und kann alles aus meiner App, sage ich mal, heraus steuern und managen. Ja. Super interessant. Wir haben tatsächlich auch eine ähnliche Erfahrung gemacht am Markt, dass das ein entscheidender Punkt ist, weil wir haben ja bei uns mit Hardware angefangen, also Wireless Charging, Batteriesysteme, und haben dann aber schnell gemerkt, dass eben eine große Herausforderung bei der Umsetzung oder Implementierung von so Projekten im Softwarebereich liegt. Und deswegen sind wir auch gerade dabei, an Software-Schnittstellen zu arbeiten, dass wir zum Beispiel ein einheitliches Flottenmanagement oder Energiemanagement der Fahrzeugflotten machen kann, auch herstellerübergreifend. Also da sehen wir extrem viel Potenzial. Also seid ihr in einem ganz ähnlichen Bereich unterwegs. Genau, also es klingt auf jeden Fall spannend, weil wir sehen, dass in der Regel fangen ja Kunden mit einer Anwendung an, sagen wir automatisieren jetzt mal den Palettentransport vom Wareneingang ins Regal oder so, und dann kommt eins nach dem anderen und wenn man halt gegebenenfalls sogar eine Ladungslösung hat, ist sicherlich auch interessant, dort ein Management darüber zu legen, weil die Geräte von selbst kommunizieren nicht miteinander. Ja, das genau, ist nicht intuitiv, nicht wie die Menschen, die miteinander klarkommen. Das sind auch Wettbewerber, die verschiedenen Hersteller, das heißt, die haben gar kein so ein gesteigertes Interesse dran. Genau, gibt es keine definierten Schnittstellen, gibt es wenig Standardisierung, deswegen müssen wir das halt dann auch am Ende erarbeiten, dass die Kunden Lösungen haben, die zusammen funktionieren. Und beobachtet ihr dann auch, dass, sag ich mal, der Automatisierungstrend dann zunimmt? Du hast jetzt erwähnt, die Kunden fangen oft mit einem Prozess an, den zu automatisieren, und machen dann positive Erfahrungen und dann rollen sie weitere Prozesse dann aus, die automatisiert werden, oder wie läuft das ab? Ja, in der Regel, also wir haben sehr, sehr viele Kontakte mit Kunden, die tatsächlich noch gar keine Projekte haben oder mal ein AGV vor 20 Jahren implementiert haben, sage ich mal, und jetzt sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen wollen. Das kommt auf die Management-Agenda und dann soll einfach was gemacht werden. Ne? Und dann haben wir eben Beratungsprojekte, viele, wo es darum geht, erstmal Potenzialanalyse zu gucken, wo kann man was machen und sowas. Ne? Das ist sehr, sehr viel der Stand der Industrie und dann hat man die ersten Projekte, die dann als Testfeld genommen werden, um weitere Themen auszurollen. Ja. Also genau das. Und dann ist je nachdem, wo die Kunden stehen, manche haben schon ihre ersten Tests gemacht, rollen jetzt schon aus. Ja. Andere sind eher noch ein bisschen am Anfang und sind vor den ersten Projekten. Ja. Aber das ist insgesamt zumindest in der Logistik die Phase, in der wir uns befinden. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch spannend, in dem Bereich zusammenzuarbeiten, weil wir sehen es auch als Herausforderung. Energie ist ja auch ein großes Thema aktuell jetzt in der politischen Situation und das war eben unser Ansatz so ein bisschen, dass man nur eine Ladeinfrastruktur hat, war das Charging und dann die Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller sich die Ladepunkte teilen können, dass man das nicht doppelt und dreifach braucht. Und ich habe verstanden, bei euch, ihr geht eher dann auf die Endkunden tatsächlich zu, die diese Systeme einsetzen, oder sind eure Kunden dann auch die AGV-Hersteller? Wir haben
beiderseits. Wir sind ja als Plattform, haben wir beide als Kunden. Ja. Ne? Wir haben Lots of Bots als Plattform, wo wir erstmal das, den Überblick schaffen. Ja. Was gibt es überhaupt auf dem Markt? Ne? Ja. Man hat über 150 Hersteller, über 300 Roboter und damit haben wir jetzt noch nicht mehr den gesamten Markt abgedeckt. Also es ist, wächst wahnsinnig schnell. Ja. Ne? Man sieht hier auch auf der Messe neue Anbieter, neue Geräte. Es ist einfach sehr, sehr dynamisch. Ja. Ne? Und von daher arbeiten wir natürlich viel mit den Herstellern zusammen. Wir fördern die natürlich auch und das ist sozusagen unser Angebot an die Hersteller auch. Ne? Und eure, sag ich mal, wo seht ihr die Hauptanwendungen? In der Intralogistik oder in der industriellen Produktion dann auch? Wir haben in der Intralogistik ist 1% aller Gabelstapler ist automatisiert. Ja? Ja. 99% to go quasi. Ja. Ne? Und das ist für uns der große Markt auf jeden Fall. Ne? Spannend. Automatisierung in Produktionsunternehmen ist natürlich auch ein Thema. Vernetzung von unterschiedlichen Maschinen, da machen wir sehr viel, haben wir einiges an Projekten, wo es darum geht, man hat eine Automatisierung und möchte jetzt die verschiedenen Automatisierungsinseln verketten. Ja. Da passiert auch viel, aber das sind in der Regel ein bisschen kleinere Projekte, aber auch interessant. Was seht ihr als die Haupttreiber für die Automatisierung? Ist es irgendwie, weiß nicht, Fachkräftemangel oder solche Themen oder Fehlerraten oder... Also immer mehr Fachkräftemangel. Also wir haben einfach tatsächlich eine Reihe von Unternehmen, die finden keine Leute. Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass sie jetzt schon nicht mehr wissen, wie die das nächste Peak bewältigen sollen. Ja, wir haben ja insbesondere Weihnachten ist Hauptsaison für Logistik, egal ob Handel oder E-Commerce. Und da gibt es einen Riesenengpass, definitiv. Ne? Und das ist der Haupttreiber, aber es muss irgendwo trotzdem auch wirtschaftlich sein. Aber das sehen wir schon trotzdem. Es gibt den Bedarf nach Wirtschaftlichkeit. Man muss ein ROI schaffen von maximal 3-4 Jahren. Ja. Ne? Und das erreichen wir auch. Ja. Nee, also ich finde eure Lösung super spannend, weil ihr wirklich auch herstellerübergreifend denkt. Und ich glaube, genau da steckt momentan eben noch ein großer Engpass. Ja. Weil, sag mal, technologisch die Fahrzeuge unterscheiden sich nicht allzu krass. Ja. Aber wenn man eben in der Factory das umsetzen möchte und hat dann jedes Mal den Implementierungsaufwand und die vertragen sich nicht, da steckt wahrscheinlich noch viele Hürden, die ihr dann mit eurer Plattform umgehen könnt oder vereinfachen. Absolut, ja. Also wenn man die Roboter jetzt eine Verfügbarkeit hat, die nicht 70, sondern 80-90% ist, das macht sich auf den Business Case absolut bemerkbar. Ne? Also von daher denke ich, wireless charging ist auch eine Sache, die sich durchsetzen wird, mit Sicherheit. Ja. Wir arbeiten dran, Herzlichen Dank, Viktor. War sehr interessant. Genau. Viel Erfolg euch auf der Messe. Ja, danke euch auch.